Ein schnelles kleines Geschenk musste her, eine Kleinigkeit mit Liebe gemacht. Entstanden ist diese Schüttelkarte mit Verpackung für Badesalz und zum zu sagen, chill mal wieder. Oder sei mal eine Chillkröte. Es ist eine Kombination aus Verpackung, Karte und Schüttelelement, sozusagen Spiel, Spaß und Spannung. Hier ist Platz für Tags und Grüße, weitere Gutscheine. Hier ist das Badesalz versteckt. So rumklappen wir das. Und außen das Schüttelelement. Wie ich die Karte angefertigt habe, das zeige ich dir jetzt. Also bleib dran und sei gespannt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Ich bin unabhängige Stampin' Up! Demonstratorin. Für meine Schüttelkarte mit Verpackung für ein Badesalz brauchst du gar nicht so wahnsinnig viel. Ich habe verwendet einen Farbkarton in A4, außerdem ein Designerpapier in 12x12 Inch und dann noch ein paar Reste Designerpapier und ebenfalls ein paar Reste Farbkarton. Zugeschnitten habe ich mir jede Menge Ringe, Kreise in dem Fall, aus den mit den Stanzformen lagenweise Kreise und ein paar Tags. Dafür habe ich die Anhänger nach Maß verwendet. Ja, dann brauchte ich noch ein Band und da kam heute schon das Paket mit den Neuigkeiten aus dem neuen Mini-Katalog, der ab 3. August gilt. Ja, jetzt bin ich gespannt, welches Band ich nachher verwende. Außerdem für unser Schüttelelement brauchen wir so ein bisschen Schüttelkram. Ich habe da hier liegen Schmucksteine, Blumen für jede Jahreszeit. Schau mal, was es da aktuell im Katalog gibt. Ja, und dann habe ich zugeschnitten. Ich sage dir gleich die Maße, aber vorher zeige ich dir noch, gestempelt habe ich mit dem Stempelset Schildkröten und die Anstanze habe ich dafür verwendet. Ja, okay. Also, ich sage dir die Maße, kannst du dir zurechtlegen und dann können wir zusammen basteln. Den Farbkarton in A4, den werden wir einmal komplett zerschneiden, das zeige ich gleich. Und dann brauchen wir Designerpapier. Ich habe zugeschnitten 4 Stück in den Maßen 14,3 mal 10 cm, 2 Stück in den Maßen 14, Quatsch, Moment, 6,2 mal 10 cm, nein, falsch, 6,2 mal 14,3 cm, jetzt ist es richtig. Außerdem für die Klappe innen ein Stück in 5,7 in der Breite mal 4,5 cm und ein Stück in 5,7 mal 7,6 cm. Das sind die zwei und außerdem zwei Klappen für innen in 10 cm in der Breite, das eine und 5 cm hoch und das andere 6,2 breit und auch 5 cm hoch. Mal schauen, wie wir die innen verkleben. Die Maße sage ich ja dann alle der Reihe nach nochmal. Ich schreibe sie auch entweder hier unter in die Beschreibung oder auf meinem Blog. So, jetzt kommt das A4-Blatt und das zerschneide ich. Wir behalten die ganze Länge, also die 29,7 cm und ich zerschneide es bei 14,8. Bin gerade, wenn es geht. Genau, das ist meine Karte. Und dieses Element wird innen. Das gleich nochmal zum Anfang nicht gesehen hast, diese Halterung für die Verpackung. Okay, Falzlinien brauchen wir bei dem großen Stück in 29,7 mal 14,8 cm bei 10,5, bei 11,5. Und dann müssen wir immer das Beinchen rausziehen bei 22 cm und bei 23. Das Stück ist fertig und das zweite Element Stück ist jetzt, habe ich es noch stehen, ja, 6,2 etwa mal 29 cm. 29,7 cm und das falzen wir bei 5 cm, bei 6 cm, bei 20,5 und bei 21,5. Sollte dein
Zusatz, also diese, ist doch der Name wieder weg. Das Badesalz, die Verpackung größer sein, dicker sein oder so müsstest du das anpassen, aber für meine Form hat das genau gepasst. Ich ziehe jetzt die Falzlinie nach. Und du erkennst schon, wie das Ganze funktioniert. Hier die Außenseite, dann die Dicke haben wir hier und hier drüben die Klappe. Könntest du natürlich auch kürzen, anpassen, aber ich fand das so ganz schön, weil ich da jede Menge Tags unterkriege. Für den Verschluss außen nehme ich ein Band und für diesen Verschluss hier innen bräuchtest du noch einen Magneten. Ansonsten kannst du das natürlich auch festkleben, dann müsstest du trotzdem den Kreis hier aufkleben und dann kann man es runterschieben. Okay, schauen wir mal, wie wir das der Reihe nach jetzt abarbeiten. Soweit sind wir. Jetzt nehmen wir als erstes dieses Stück, dass uns da nichts verloren geht, und kleben das einmal hier rein. Klebefläche in das mittelste Feld. Klebefläche, da tragen wir unseren Klebstoff auf. Oh, Matsch. Und dann kommt es hier genau in die Mitte rein. Ich habe oben das längere Feld und unten das kürzere. So, mach das, wie du lustig bist. Und jetzt vermitteln wir das hier so gut wie möglich. Notfalls nimm dir ein Lineal. Du weißt ja, ich komme da zurecht, wenn es auch mal einen Millimeter kürzer wäre. Schauen, dass das hier gut aufeinander passt. Oben und unten liegt das super. Ernstfall noch ein Stück höher, aber ich denke mal, das ist so ganz gut. Perfekt. Und jetzt kleben wir schon unsere Designerpapiere auf. Ich schaue das mal, wie das hier passt. Das ist ja so ein witziges Papierchen, wo man denkt, da ist gar nicht viel drauf. Aber trotzdem sieht das ziemlich cool aus, finde ich. So. Glaube, ich mache es mal so rum. Und hier unten kommt nachher unsere Tasche gegen. Genau. Okay, also los, ran ans Kleben. Flüssigkleber bietet sich an. Gut einstreichen, gut aufkleben. Da ich ja unten die Tasche klebe, kommt oben die Menge an Motiv hin. Nummer 1, jetzt klebe ich das hier auf und dadurch ist gleich die Mitte gut versäubert. Und man sieht nicht mehr die Unterlage von meiner Halterung. So, dann kommt der erste schmale Streifen und ich bleibe mal dabei, hier diesen zu nehmen, weil er einfach vom Motiv passt. Und bevor wir außen aufkleben, müssen wir unser Band schon unterbringen. Bin ja nah dran, das neue Band zu probieren, allerdings. Etwas unentschlossen, das hier innen rein. Ja, die Seite können wir kleben schon. Da nehme ich jetzt, überlege noch, ob ich hier schon mal den bunten Kracher nehme, weil der ja hier innen drin auch noch mal kommt. Ja, nehme hier den bunten Kracher, Tatsache. Das vorhin geschnitten mit der anderen Seite oben, also streiche ich einmal mit dem Fingernagel über die Schneidekante, falls sie so minimal erhaben sein sollte. Und dann liegt die auch schon. So, das ist dieses Element. Ausmitteln. Klebstoff überstehen lassen. Wunderbar. Und jetzt brauche ich doppelseitiges Abreißklebeband. Das trage ich vorne und hinten mittig auf. Aber so, dass ich nicht bis ganz an den Rand gehe. Die andere Seite praktisch auch. Reiße das ab. Hier muss ich ein Stück schneiden, sonst steht es mir über. Hier mit der Schere abschnippeln. Das funktioniert. So, jetzt ist die Frage: Nehmen wir schon das neue Band? Oh ja, wir nehmen das neue Band. Es hat gewonnen in dem Moment, wo ich es abgerollt habe. Glaubst du es? Dort bling, bling und glitzert. Mann, 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 ist das schicki. So, okay. Also jetzt Klebeflächen ab, Schutzfolie ab natürlich. Mein Band halbieren und mittig hier aufkleben. Und hinten ergibt sich das dann genauso. Gut um die Ecke ziehen und aufkleben, dass es hier drüben gerade klebt.
So, und damit das eine schöne Kante gibt und nicht so wie hier, da habe ich mal ein bisschen gefuscht, da kann man reingucken. Das gefällt mir also nicht, das möchte ich glatter haben. Also klebe ich den Rand vorne. Den klebe ich mit einem Streifen doppelseitigem Abreißklebeband. Dann wird das bündig abschließen. Und ich ärgere mich dann nicht im Nachhinein, dass das nicht ganz sauber ist. Den Rest mit Flüssigkleber. Das ist der Moment, wo sie widerspricht, ohne zu denken, glaubst du das? Geht immer noch mit dem Sprechen ohne Denken. Der Farbkarton hier ist übrigens in Farngrün. Den finde ich sehr passend. Und jetzt das man einmal. Moment. Hat sie doch die falsche Seite. Moment. Wie das hatte ich schon mal letztens schon mal, glaubst du es? Hatte ich letztens schon mal. Also das zweite Element noch einstreichen. Gut, sauber einstreichen. Jetzt hat sie eben das gesagt mit von wegen. Also, mal das jetzt so rum hier ran. Gut, dass wir das noch gemerkt haben. Klebt. Einmal gut andrücken. Klebt auch. Kennen das ja schon mit dem Flüssigkleber und mit mir. Und jetzt kommt er. Aber nun weiß ja, die Kante hier klebt ziemlich gut und schnell. Also habe ich hier hinten angemessen und dann erst vorne geklebt. So, dann ist mein Band dort hier. Also der Verschluss außen funktioniert schon mal super, weil ich kann das hier binden. Okay, das passt. Jetzt arbeiten wir uns innen rein mit dem Magnet. Da nehme ich hier schon mal einen Magneten und kreise. Mach mal den Flüssigkleber zu, ehe noch ein Malheur passiert. Ich habe einmal ein Stück Klarsichtfoliekreis, einen weißen Kreis und das goldene Element. Das werde ich vorne aufkleben. Ich war noch nicht entschieden, ob ich grüne Ringe nehme. Nehme ich aber nur nicht. Dann habe ich für Innenreihen ahnst schon, sie sucht wieder was. Es müsste eigentlich noch ein goldener Ring sein. Hier. Den nehmen wir also. Was haben wir noch? Und weiß, brauchen wir auch für die Gestaltung in. Wunderbar. Das sieht schon mal schicki aus. Wir könnten natürlich jetzt auch noch einen farbigen Ring drunter setzen. Frage ist, ob mir das dann zu groß wird. Ich muss das einmal hier anmessen. Also eigentlich ist es schick. Wir machen das so. Das bedeutet, wir kleben jetzt mal dreimal aufeinander, weil ich hier diesen einen geraden Ring nicht habe. Also klebe ich das einfach mal schnell. Es kann uns immer noch passieren, dass mein Video wieder zusammenbricht. Deswegen bin ich hier nicht so ganz gechillt wie sonst. Den Kreis, den wir von vorne ausgestanzt haben, den setze ich hier rein. Passt das perfekt. Und hier kommt mein Motiv nachher drauf. Okay, wunderbar. Jetzt klebt es schön am Arbeitstisch, aber wir haben es abgekriegt. Genau. Flüssigkleber wieder beiseite. Doppelseitiges Abreißklebeband. Setzen wir schon mal zwei Elemente hier oben auf. Ziehen das ab. Und kleben das jetzt hier wunderbar mittig. Schön dagegen. Du siehst, das passt prima. Genau, jetzt kommt schon mal zum Abmessen unsere, wie heißen sie, Badesalze. So, die nehmen wir hier rein, damit das Ganze schön gerade liegt, schön hoch steht. Klebemagnet Nummer 1, weißt du, ich habe das wahnsinnig gern verdeckt, also auch heute, klebe ich hier mittig gegen, innen, dann klappe ich das rum. Und schauen wir mal, ob das Ganze funktioniert. Hier legen wir es so, dass alles schön gerade liegt. Moment. Ja, genau. Und da klebt er, springt er hin. Okay. Ein bisschen weit unten. Das heißt, wir werden den hier noch mal etwas höher setzen.
Genau, noch älter. Jetzt schauen wir wieder, dass das hier gut passt. Da springt er hin, da sitzt er super. Und jetzt erst klebe ich, ziehe ich die Schutzfolie ab, mittel das hier wieder aus, schaue, dass das nicht zu weit übersteht und dann werfe ich das Teil da drauf. Klebt er, fest ist er. Und da kommt dann unser gestaltetes Element. Genau, wunderbar. Was fehlt uns noch? Ich habe was versäumt. Ich hätte hier vorher die Klappen aufkleben müssen. Das ist immer so eine Sache. So, das heißt, jetzt ich zeige dir das jetzt noch mal in diesem Element. Hier habe ich die beiden Felder aufgeklebt. Das oben, das unten und dann erst den Kreis draufgeklebt. Irgendwie hatte ich Sorge, dass ich meinen Magneten vergesse. Deswegen habe ich das jetzt versäumt. Damit können wir leben, weil es ist ja trotzdem innen ziemlich gut ausgestaltet. Und wir könnten immer noch hier gerade Elemente draufsetzen, oben im Feld und unten im Feld. Wir können es aber auch lassen. Und ich lasse es jetzt erstmal. Jetzt kommt praktisch diese Gestaltung hier innen rein und dafür nehme ich doppelseitiges Abreißklebeband, trage das an drei Seiten auf, an zwei der kurzen, also die zwei kurzen, mehr kurze haben wir dann auch nicht, und an einer langen. Und oben die Seite bleibt offen, weil da soll ja dann unser Zweck rein. Schutzfolie ab. Und das dran denken, kann man nicht rücken, also passgenau hier aufkleben. Unten angefangen, nach oben ziehen und dann passt das super. Und dann schauen wir schon mal, der kleinste aller Text passt hier schon rein. Wunder, prima. Auf der anderen Seite das gleiche. Wieder die zwei kurzen Seiten mit einem Streifen schön knapp an den Rand. Und die Fläche unten einmal quer rüber. Und auch dann haben wir unsere Klappe fertig. Schutzfolie ab. Und aufkleben. Und du siehst, die Innengestaltung ist eigentlich so, dass es ja nicht zwingend notwendig ist, dass wir da jetzt noch hier in der Mitte auch noch mal jede Menge hätten. Das geht auch ohne. Ich packe die jetzt erstmal nur hier rein. Mal sehen, wie weit wir nachher sind, was meine Technik macht, ob wir dann noch die fertig ausgestalten oder nicht. Du kannst dir das schon mal vorstellen. Also Platz für alles Mögliche, für Grüße, für Gutscheine, für Nettigkeiten, was auch immer. So, jetzt geht es aber erstmal außen weiter. Soweit sind wir. Außen drauf habe ich ja gesagt, brauche ich einen Kreis in Weiß, in Gold und im spannenden Moment die Folie. Da ist sie, genau. Zuerst nehme ich meinen goldenen Kreis. Wenn du wissen möchtest, wie ich den so gemacht habe, ich habe praktisch den großen Ring und den kleinen Ring. Entschuldigung, mal hier von meiner Ringpackung mal einmal runter und lege das einmal so hin. Den großen Ring drauf, den kleinen Ring rein und das beides zusammen ausgestanzt. Da musst du mal schauen, was du für Ringe hast, welche Abstände da passen. So, und dann nehmen wir die Folie und den Ring und kleben ineinander. Ich klebe das hier mit Flüssigkleber. Wieder so, dass ich reihum komplett klebe. Und dann meine Klarsichtfolie, klein aber fein, hier reinklebe. Wichtig, dass der Klebstoff da bleibt, wo er hingehört und nicht irgendwo auf der Folie landet, weil da kleben sonst später unsere Schüttelelemente dran. Und das will ja keiner. Die sollen ja geschüttelt werden. Okay, das haben wir so. Notfalls arbeiten wir da gleich nochmal mit ein bisschen Fensterputz. Den ziehen wir uns mal einmal hoch, da ist er. Und wischen hier unsere Folie glasklar. Dann wird das. Lassen Sie einen Moment trocknen, währenddem ich hier schon mal meinen Kreis platziere und vorher aber bestemple. Dazu brauchen wir die Schildkröte. Ist ja schon wieder abgestempelt, meine Herren. Das Memento Stempelkissen. Und das setze ich hier so drauf, dass alles von der Schildkröte ankommt. Genau.
Und dann wird sie praktisch innen ausgestaltet. Und im Text sei mal eine Schildkröte. Natürlich nochmal das Stempelkissen setze ich hier schon richtig rein. Ja, koloriert habe ich das ja schon öfter. Mache ich trotzdem jetzt nochmal schnell, um zu zeigen, wie ich das da hinkriege, dass trotzdem, obwohl ich nicht dieses Element verwende, wir den Panzer innen irgendwie andeuten. Erstmal mit den grauen Farbtönen bisschen an den Beinen rumbauen. Ich habe da jetzt kein Braun rein, also keine Brauntöne reinbringen wollen, weil ich dachte, passt jetzt nicht so ganz mit meiner Farbfamilie überein. Schauen wir mal. Schnell die Beinchen ausmalen. Hat doch ein Spicker von der Wand geflogen. Ich arbeite hier mit Spickern. Kann mir Tatsache immer noch nicht wichtige Begriffe merken, aber das merkst du ja. Mal rumeier. Und dafür brauche ich Spicker, wenn ich hier allein bin. So, und für diesen Panzer nehme ich jetzt das Lohengrün in hell und mal hier solche Panzerelemente rein, nennen wir es also mal, also diese Panzerfelder. Ist auch wieder ein Begriff, macht nichts. Die habe ich einfach komplett reingemalt und dann gehe ich in dem Fall mit Olivgrün habe ich hier, Farngrün habe ich nicht, gehe ich hier drüber und am Ende passt das aber ganz gut in diese Farbfamilien vom Papier außen rein, habe ich schon ausprobiert. Und vermale das und trotzdem kann man jetzt wunderbar lesen, was da steht. Und trotzdem den Panzer erkennen. Jetzt unten noch ein bisschen Gras angedeutet. Jetzt ist das Gras weg. Moment. Das Stempelset muss geputzt werden und zwar intensiv. Das muss man hin und wieder machen, wenn man zu viel stempelt, so wie ich. Dann muss das mal zwischendurch ins Putzbad. Jo, dann male ich hier unten noch ein bisschen das Gras an. Und viel mehr mache ich hier auch nicht. Könnte oben jetzt noch mit dem Blending-Pinsel ein bisschen in den Blauton gehen. Ich lasse das aber komplett. Ich nehme das jetzt so und klebe das auf. Hier mittig. Auch da kommt nochmal der Flüssigkleber zum Einsatz. Dass es gut klebt. Die Schildkröte gerade sitzt. Das tut sie. Wunderbar. Hier habe ich jetzt meinen Kranz mit dem Gold. Ich glaube, das sieht super aus. Und der muss jetzt natürlich noch zum Schüttelelement umgebaut werden. Und dafür gibt es ja diese tollen Streifen im Katalog. Ich verlinke die dir gerne drunter. Und die lege ich jetzt hier, nehme die einen so einen Streifen am Rand an und lege sie in der Form des Kreises, der Scheibe, des Schüttelelements, so dass nichts übersteht, aber schön an den Rand. Einmal im Kreis rum. Keine Panik, das funktioniert. Und hier hinten eher etwas länger lassen und abschneiden, dass keine Lücke entsteht. Weil eine Lücke bedeutet immer, dass uns die Schüttelelemente rausflutschen können. So, das haben wir. Jetzt ist der spannende Moment, wo wir das hier schön sauber machen, unsere Schüttelelemente holen, also die Kleinteile. Lege ich hier flach rein. Lege mal noch. Super. Ob die alle richtig rumliegen. Und ich greife mal noch mal hinter mich und nehme noch ein bisschen von dem anderen Bling Bling. Moment. Das ist der rote Bling Bling. Moment. Noch einmal greifen. Jetzt habe ich ja die anderen Töne und da greife ich nur einmal minimal rein. Und falls ich was habe, was ich nicht haben will, nämlich diese Muscheln hier, hole ich die natürlich wieder raus.
Dann haben wir natürlich am meisten erwischt. Greif hier nochmal so rein. Auch eine Muschel raus. Genau. Und das reicht. Wunderbar. Und jetzt ist wirklich das Ding, das können wir nur einmal machen. Kleinen Tipp: Bei diesem hier habe ich diesen Abstands. Oh, hier, komme jetzt nicht auf den Begriff, verlinke ich dir. Praktisch mit einem Stampin' Blend eingefärbt, passend, damit das dann wirklich in der Farbe auch nicht auffällt. So, und jetzt klebe ich das hier deckungsgleich drauf. Und du siehst, ich kann schütteln. Wunder, prima. Blinkert jetzt natürlich ein bisschen, aber du siehst, das Schüttelelement ist fertig. Wunderbar, das haben wir jetzt innen rein. Käme hier nachher noch ein Stempelmotiv drauf, dann wird dieses aufgeklebt. Hier habe ich das so gestaltet mit Freunde fürs Leben und den kleinen Schildkröten, finde ich auch total witzig. Ja, und dann haben wir hier natürlich noch die Text. Und mache ich auf die eine Seite zwei und auf die andere Seite den kleinen. Und hier mache ich das ganz einfach so. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ich schneide das jetzt hier mal schräg. Diesen farbigen schneide ich aus. Setze das hier drauf. Deckungsgleich an irgendeiner Stelle. Wunderbar, sitzt es. Nummer 1. Und die anderen beiden Elemente genau andersrum. Setzen wir jetzt oben und unten hin. Müssen sie natürlich auch nochmal umdrehen. Wollten wir jetzt aber nicht. Wollte mir zu bunt werden. Das ist eindeutig, wird mir zu bunt. Also setzen wir das mit den Grün-Gold-Tönen auf. Ich habe schon wieder die nächste Packung Papier-Tintenkunst alle gemacht. So ein cooles Papier, wenn man einmal mit anfängt, also so geht mir das zumindest. Ja, ratzfatz ist es weg. Dieses neue Band passt hier auch ganz super. So, jetzt klebe ich das hier auf. Der zweite Tag klebt auch super. Ein bisschen schief. Das juckt uns natürlich wieder gar nicht. Schneid das hier einfach nach. Und schon passt das wieder. Die sitzen drinnen. Hier. Und den lasse ich mal so einzeln da. Den könnte ich auch falsch rum auf die Rückseite gegenkleben. Aber das lasse ich erstmal so. So. Ich bin ganz glücklich, dass mein Programm weiter so arbeitet und eh mir das zwischendurch wieder abbricht und dann nichts übrig bleibt. Die Anleitung bis hierher. Restliche Ausgestaltung mache ich später. Ich hoffe, dir hat meine Idee gefallen. Dann gib mir doch gern einen Daumen hoch. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach das und klicke auf die Glocke neben dem Abo-Button. Dann verpasst du keine meiner weiteren Anleitungen. Alle Informationen stehen unten in der Kiste, ansonsten auch auf meinem Blog oder schreib mich einfach an, falls ich da was versäumt habe. Hier geht es gleich weiter mit noch mehr Anleitungen und Tipps, also bleib dran und sei gespannt. Bis gleich in meinem nächsten Video. Ich freue mich auf dich. Deine Angela von der Stempelfamilie.